Hallo zusammen. Faden verloren. Hallo zusammen. Hat man als Wildcamper Nachbarn? Ja, man hat auch mal zwischendurch Nachbarn. Und heute möchte ich euch zwei Wildcamper-Nachbarn vorstellen, die ich in Köln kennengelernt habe. Viel Spaß dabei. Ja, in Köln hatte ich zwei Nachbarn gehabt beim Wildcampen, den lieben Marcin und den lieben Aaron. Zwei ganz liebe, die leben auch draußen. Ich habe Besuch an meinem Platz. Ja, hallo. Hallo. Was macht ihr denn hier in Köln? Wir genießen das Leben, genau. So wie ich, so muss es sein. Genau. Zwei Wildcampler. Die hinten nur eine Hängematte oder habt ihr auch ein Zelt da hinten? Wir sind mit Tarp unterwegs. Ja. Also in dieses schöne Wetter, Tarp reicht uns, falls das Tarp auch nur dafür da, falls irgendwie regnet, dann haben wir ein Dach. Sonst haben wir eine Decke und schlafen wir auf Boden. Wunderbar. Also seid ihr noch ganz minimalistisch unterwegs. Genau. Nicht so verwöhnt wie ich mittlerweile. Je weniger, umso schneller kommen wir irgendwann, weil Schnelligkeit zählt nicht. Das sage ich mir auch immer. Der Weg ist das Ziel. Genau, so muss das sein. Egal, ob man eine Woche oder zwei Wochen braucht. Genau. Aber es ist leichter, manchmal einfacher auf die Berge zu kommen oder durch die Wälder zu kommen, wenn du weniger Gepäck hast. Das stimmt, also ich bin schon abhängig auf irgendwelchen Radwegen. Wie auch. Und du hast manchmal Strecken, da denkst du dir, je weniger Gewicht, desto besser. Ja. Klar, ich merke es auch. Vor einem Jahr war ich regelmäßig hier. Hier ist alles zugewachsen durch den Regen. Das Grünzeug, das wächst. Also reingefahren komme ich mittlerweile. Ich habe den Weg freigekämpft. Aber rausfahren muss ich immer noch schieben. Aus normalem Wasser verfeinern die sich mit irgendwelchen Sachen aus der Natur. Zeige ich euch mal kurz. Schöne Rosenblüten rein. Eine geile Duft. Und das nehmen wir so reinschieben. Ich hoffe, das klappt. So, ihr Lieben, unsere nächste Pflanze. Und das ist Brennnessel, ihr Lieben. So ein Bund. Vielen Dank, meine liebe Frau, deine Hilfe. Gerne, gerne. Und jetzt, der Brennnessel kommt auch da rein. Jetzt machen wir zu. So, ihr Lieben, wir sind oben angekommen und jetzt haben wir die Limette geschnitten. Das ist die. Gleich kommt da rein. Das ist letzter Schritt. Genau, das, also gibt es nicht letzte und erste eigentlich, aber bei uns jetzt reicht. Ich glaube, haben wir drei Pflanzen: Rose, diese Brennnessel und diese wunderschöne Blume, die auf unserer Weg war. Und die Limette auch reicht. Jetzt schütteln wir einmal, nochmal, damit die Sachen mal aufkommen. So ist unser Wasser. Wunderschön. Die beiden machen halt viel bei Instagram, aber auch einiges bei YouTube. Ich werde euch die beiden Sachen mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut gerne bei denen mal rein, die würden sich bestimmt freuen. Und dann nämlich auch noch ziemlich neu unterwegs bei Social Media. Wir saßen dann abends ganz gemütlich am Lagerfeuer, haben ein bisschen geplaudert, war auch sehr gemütlich. Wir haben hier geblieben, sondern quasi Umweg gefahren auf dem Berg. Es hat geregnet bis zum geht nicht mehr, komplett nass. Und da haben wir auch die Fahrräder nur hochschieben können, weil es so steil war. Ja. Das habe ich auch schon mal gemacht. An so eine Talsperre, da wollte ich auch unbedingt hin. Hm. Und dann ging das auch mit dermaßen Berg hoch, aber ich dachte, da kommst du gar nicht hoch. Das war ein Neuwied da hoch. Ja, Neuwied. Wir haben einfach ein bisschen entschieden, einen anderen Weg fahren, nicht den Radweg. Hat uns in einen Berg gezogen, das war unser. So ein schönes Feuerchen hat doch was. Mit den Nachbarn zusammen, mit den Neuen.
haben dann auch ans Feuer, haben wir dann Obst gelegt, war sehr, sehr lecker. Da habe ich jetzt leider, glaube ich, keine Bilder von. Ich glaube, es war einfach zu dunkel, um das zu sehen. Viral hier, 5.000, 6.000 Aufrufe in den letzten nur zwei paar Tagen. Ja, solche Sachen sind interessant für die Leute, ne? Obwohl war auch nicht perfekt, war die Plastikflasche. Aaron hat dann mit leuchtenden Jonglierbällen rumjongliert. War auch ein herrlicher Anblick bei Nacht, die leuchtenden Bälle zu sehen. Ein Traum eigentlich. Die UFOs sind da. Ja, auch wenn man viel alleine am Reisen ist, unterwegs, tagsüber. Aber man lernt unterwegs immer jede Menge Leute kennen. Oder wie gesagt, man hat sogar beim Wildcampen Nachbarn. Ist immer wieder herrlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.